Moin meine Freunde, hier ist wieder Christian Nutz am Start mit einem neuen Video. Ich bin hier unterwegs mit Jan und Yannick. Jan hat gerade schon eine schöne Flatbommel gemacht und jetzt schauen wir mal, was wir hier noch machen. Wir haben massiv Bock und ich hoffe ihr auch. Oh yeah! Geil! Der Kollege hat richtig Bock. Und ich auch. Und ich glaube, Yannick hat auch richtig Bock. Dann fragen wir ihn mal, worauf er Bock hat. Na, worauf hast du Bock? Worauf hab ich Bock? Auf für 6 über die Box Verkettung. Also, ganz geiler Style. Eine Landung in den Absprung, sagen wir so. Ich sag ja, ganz geiler Style, dann filmen wir den mal. Yes! Oh yeah! Die Sau, Alter, 180 darüber ist echt nicht so einfach. Der hat richtig Bock, der Helmi. Nice! Danke dir! Bounce! Ich bin so pimp, sogar mein Goldfisch ist aus Platin, Digga. Ein bisschen dreckig, das Gold, ne? Da hat's nur für Silber gereicht. Ich glaube, Silber ist auch leichter. Aber Gold ist mehr pimp! Oder? Oh! Oh! Ruhe bitte! Und sowas auf dem Samstag. Unglaublich. Ah! Ich weiß nicht, ob man das so zählen lässt. Das war schon ziemlich sketchy, aber... Das war... War das gestanden oder war das komplett sketchy? Sketchy gestanden. Sketchy gestanden. Mach's nochmal. Sketchy gestanden, aber mach's nochmal. Yeah. Alles in der... Der war deutlich besser, der war nicht mehr so sketchy. Alles klar? Pretty smooth, ja, auf jeden Fall. Bounce. Meine Damen und Herren, Sie sehen das Architekturwunder dieses Jahrtausends. Ich nenne es Ding. Ding? Wie viel Geld hat dieses Ding gekostet? Unglaublich viele Bitcoins, die ich von meinen YouTube-Fans habe. Hast du den Scheiß erzählt? So, dann hau mal rein. Jetzt mal angetestet. Ah, die Fans sind auch schon da, die Schaulustigen. Oh. Yeah! Sauber wie Sau, Mann! Guck mal, Schrammel. An die Seite. Hast du es kaputt gemacht? Guck mal hier die Kante. Gut, dass der Reifen noch heil ist. Alter Schwede! Jan hat richtig Bock, das von Chucky gebaute Ding zu fahren. Geil. Er hat richtig Bock. Oh, mach ihn, Mann! Der wäre so geil. Und ich meine, das Ding ist schon so ein bisschen sketchy, aber gerade das ist halt ziemlich geil. Oh Gott! Na, wollt ihr das Ding eins auswischen? Lehnung. Lehnung? Nicht vorhanden. Ja, don't Lehnung. Und ein Bass hinterher von Yannick. Super geil.
Oh! Fette Manual. Ist aber nicht seine Absicht. Na, hast du da Bock drauf? Einen fetten Manual machen? Du bist also der nächste Bachelor. Ich bin der nächste Bachelor. Ja, ich kann Rampen bauen, hallo. Oh. Also wenn ihr Rampen oder Kunstwerke wollt, ruft den Bachelor namens Chucky an. Den Chatschler. Den Chatschler. Bounce. Jan möchte jetzt hier Flip-Whips lernen auf die harte Art, oder? Reicht doch ein Kicker, reicht doch ein Kicker. Mach die normal vom Bordsteinkanten, Alter. Ganz geiler Style. Der hat Bock. Nein, ist nur Quatsch. Wenn ich ihn geschafft hätte, wäre der richtig. Sieht das Danger aus für dich? Ja, das sieht gefährlich. Angi, ich mach Crankflip. Geil! Hey, und Jack. Yeah! Fetter Crankflip von Chucky, Oldschool Chucky. Nein, das war nicht cool. Aber das Ding ist verwunderlich. Es macht mehr Spaß, als ich dachte. Ja. Ich habe schon gedacht, es würde viel Spaß machen. Also, das ist schon geil. Es macht mehr Spaß, als wir alle dachten. Vielleicht ist er so genervt, weil jemand zu ihm gekommen ist und gesagt hat, wenn ich du wäre, wäre ich Angela Merkel. Das hätte ich niemals gesagt. Ich schon. Danke, Merkel. Jan hat das Ding noch mal ein bisschen weiter weggestellt. Der hat nicht richtig Bock. Und seine Fans haben sich schon bereit gemacht. Jan, wir lieben dich! Ich bin Kind von dir! Ja, jetzt musst du es machen. Das ist die krasseste Unterstützung, die jemals jemand hier am Skatepark bekommen hat. Kauf mir noch einen Scooter. Das schaffe ich dir auf eins. So, letzter Versuch für Jan. Noch ein Versuch! Jan hat Bock! Jan hat das Auge des Tigers! Oh. Jan hat das Auge des Tables zu Fiebels! Du bräuchtest wohl eine Einparkhilfe! Keine Lust mehr! Loch in Lampe. Da, Loch in Rampe. Das bezahlst du. Das bezahlst du. Loch in Rampe. Nicht gut. Nicht so gut. Ich muss mal kurz aus. Also hast du noch Bock? Ja. Das ist gut. Okay, dann mach Pause. Wir stellen die Kamera dahin. Okay. Hey, mach's gut. Jetzt haben die beiden noch Bock und wollen über was Heftiges bauen. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Ich hab da schon mal was vorbereitet. ich hab da schon mal was vorbereitet. Sehe ich gerade, wie sich der Architekt hier vorführen lässt? Bitte? Sehe ich hier gerade, wie der Architekt sich vorführen lässt? Ja. Ganz geiler Style. Mhm. So, Chucky! Oh, Chucky! Der ist von der richtig scary. Oh Gott! Oh Gott! Alles klar? Paint me like one of the French girls. Alter, das sah echt nicht so geil aus im ersten Augenblick, Mann. Alles gut! Machst du den noch? Nein, noch. Super geil. Na!
Willst du den 180 stehen, musst du nicht 180 drehen. Los, Chucky! Oh, yes, Indian Giver! Indian Giver for the win! Geiler Scheiß, nice. Mann. Nice. Hat er ihn einfach gemacht, ey. Zuerst noch so auf die Fresse geflogen und dann haut er ihn einfach so raus, ne? Das oh, ist Chucky. Ich bin auch Chucky. Das ist der Architekt, ey. Bounce. Stell ihn das Bein daneben. Was das denn nun wieder wird? Weiß ich absolut nicht. Erinnert mich ein bisschen an Takeshis Castle. Ich glaube, das wird so ein Parcours. Oh yeah! Oh yes! Der oldschool Award geht an Chucky, ey. Richtig nice! Geil! Geiler Scheiß! Willst du deinen Fuß verkanten, dann musst du wohl One Foot landen. Ah, Alter, das tat weh. Das war's aber wert, oder? Ja, das war's wert. Aber yeah. Ist aber nicht schön. Ich glaube, ich mache ihn gleich nochmal. Nochmal? Ja. Nicer? Ja. Ganz also, geil. Geh ich schön rum und dann lande ich so. Oh. War der nicer? Der war ein bisschen besser. Ein bisschen? Ein bisschen. Machst du noch besser? Nee, mein Gott. So, wenn du dich was nicht traust, ja. Dann musst du dreimal hintereinander sagen, ich schaffe es, ich schaffe es, ich schaffe es und dann machst du es einfach. Das ist der Trick. Probier mal aus. Ich schaffe es, ich schaffe es, ich schaffe es. Ich muss irgendwie an diesen komischen kubanischen Revolutionär denken. Komisch. Los, Chucky! So, Schwung, Motivation. Ah! Juhu! Chucky macht hier nochmal Trockenübung und jetzt geht's wirklich an den Dreier hier aus dem Ding. Yeah! Das war schon mal ein 270. Ja. Komm jetzt direkt. Direkt raushauen. Oh. Der war schön. Der war sehr, sehr schön. Wie viele Liegestützen waren das? Zu viele. Oh! Oh! Fuß umgeknickt? Ja, aber sowas von. Scheiße. Oh. Aber ist nicht gebrochen. Ich kann ihn noch bewegen. Oh, Digga. Oh, ich mach den halt nicht mehr. Da sehe ich Blut. Echt? Du bist trotzdem krasser Typ. Der Architekt. Alles voller Blut. Vorsicht, Vorsicht! Der geisteskranke Blick. So, Chucky ist umgeknickt. Der hat jetzt einen blauen, dicken Fuß. Und ich fahre jetzt noch mit Jan. Ein bisschen Mini-Ramp. Bis der Akku leer geht. Und danach filmen wir noch ein paar GoPro-Clips. GoPro. Da bin ich mal gespannt, was du jetzt raushaut. Ich habe noch was vor. Ich habe gleich noch was vor, auch auf dem Skatepark, nicht nur in der Mini-Ramp. Jetzt bin ich gespannt. Aber jetzt erstmal hier in der Mini-Ramp was Fettes und zwar da oben. Oh. Oh, oh. Dann bauen wir mal. Das hat ja ganz gut geklappt, da war ich selber überrascht. Abgefahren. Schön die Birne abgesägt. Ich bin jetzt nochmal ordentlich, oder? Ja, ich hab. Thank you.
Also ich bin doch auf den Pedalen, theoretisch ist es ja gestanden. Kurbelarm. Warte. So. So Rentner beim Fahrradfahren. Machen wir jetzt mal ordentlich. Was zeigst du denn deinem Arzt? Vielleicht liegt das einfach am Fakey Double Pack, dass ich den nicht schaffe. Ich mache einfach mal einen anderen Trick davor. Dann kann ja eigentlich nichts mehr schief gehen, oder? Danke, Hammer! Ihr seht, es lag wirklich nur auf dem Pakey Double Pack oder an meiner Unfähigkeit, ich bin mir da noch nicht so sicher. Und ich zitter. Jetzt macht der zittrige Jan noch einen Trick und dann mache ich noch einen Trick. Dann gehen wir zurück auf den Park, dann mache ich noch einen Trick und dann zeige ich euch noch was richtig Geiles, was wir im nächsten Video machen. Da dürft ihr noch mal richtig gespannt sein. So, der gute Jan hier, der hat gerade einen Sprocket Double Bars von einer Spine angekündigt. Den habe ich noch nie gesehen. Gar nicht. Würde ich auch gerne mal sehen. Dann macht den mal für uns. Oh, oh Gott! Das war schon ziemlich danger. Ah, einer schon mal? Oh Gott! Pass auf, sonst gehen die Klöten flöten. Was für Klöten? Was für Klöten? Also ich würde den Sprocket Double Bars niemals im Leben machen. Ich habe schon so Angst, vom Sprocket irgendwie wegzurutschen, aber Jan gibt jetzt mal Gas. Ich will den sehen. Mehr Bier. Käfer auf dem Rücken. Keine Beule. Keine Beule, keine Beule. Kein Tanner, aber. Zap, zap, ab. Oh, 1,5? Es wird wärmer, es wird wärmer. Also halber Basement fehlt noch. It's hot. It's hot. Ganz geil. Jetzt will ich mir jetzt auch mal angucken, was ich hier mache. Hier ist der Architekt wieder. Ja, schau mal, es ist irgendwie ein bisschen dick geworden. Oh. Der brütet gerade ein Ei aus in seinem linken Fuß. Ja, es ist dicker als mein normales Ei, das ist ziemlich schade. Das ist ein normales Ei? Also auf meinen anderen Beinen. Wer hat denn da einen Helm auf? Ich bin! Und Dios mio! Ei, dann zeig mal was. Oh yeah, Double Pack to Barspin. Richtig nice. Also Barspin to Double Pack meine ich. Yeah. Oh! Oh! Oh Gott! Oh Gott! Der ist noch! Der ist noch! Ich glaube, der war nicht ganz, aber der war schon ziemlich cool. Eins, oh! 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 Oh Gott! Wie gefährlich war das auf einer Skala von 1 bis 10? So ungefähr wie meiner. Also Sturz. Ja. Skala 1 bis 10. Ich mach mal 180 und vielleicht drehe ich mich noch weiter. Yeah! Oh yeah, nice! Die Barspin-Rakete hier ist am Start. 180 Barspin über die Spine. Gerade noch gerettet. Ja. Oh! Oh! Ja, Mann! Ja, gemogelt. Hey Christian, komm mal. Schön so.
gemogelter Basement to Basement to XA im Sprocket hier. Ganz geil. Ah, oh, wieder eineinhalb. Ohoho. Das war gerade die gute Shadow-Kette. Alles klar? Bei mir nix. Immer wenn wir viel passiert, denn was? Oh. Alter, die ist ja gleich doppelt hier. Ach, wie krass. Das habe ich ja noch. Qualität, oh, Qualität. Legen wir auf den Boden, damit ich schaffe. Die Shadow-Kette, ne, die gute? Alter. So was habe ich noch nie gesehen. Die ist wirklich doppelt gerissen, also an zwei Stellen. Bei einmal reintreten, doppelt gerissen. Ich glaube, ich probiere noch mal ein paar Sprockets. Ja. Alter, wie krass ist das denn? Alter. Qualität. Ja, Mann. Das ist die gleiche, die ich auch fahre. Geile Scheiße. Was hat der Architekt dazu? Ich würde sagen, seine Kette ist mindestens genauso stabil wie meine Rampe. Oder vielleicht ein bisschen weniger. Da oder schiebt vielleicht auch gar nicht. Da schiebt der Held von dann. K.O. in der 55. Runde wegen technischen Defekt. Das ist bitter, aber ich verspreche euch, den wird er noch machen. In der nächsten Vlogs wird er den machen. Diese Kette können Sie jetzt in unserem 50 Shades of Grey Fanshop kaufen. Geiler Style, geiler Style, geiler Style! Jo, ne? Ich hatte euch ja noch was richtig Fettes versprochen. Und ich werde jetzt aus der Quarter darauf springen und den Theo runter. Ich sehe mich da selber noch nicht ganz so, aber ich habe tierisch Schiss, deswegen hoffe ich, dass ich es auf 1 mache. Aber wir werden sehen. Dieser Whip war so schnell, man hat ihn nicht mal gesehen. Respekt, Alter. Hat er so wenig Zeit. Oh. Oh. Ich habe das ja gesagt. Dreimal sagt man es. Ich schaffe es, ich schaffe es, ich schaffe es. Ich schaffe es. Na, ob das klappt? Ja, bounce den Shit. Ich hab's gesagt. Dreimal. Und dann klappt's auch. Es ist so einfach. Und das Ganze haben wir noch auf der GoPro. Das heißt, ihr seht das gleich noch aus meiner Perspektive. Yeah. Zeig mal deine Finger. Da wird gehämmert. Alter. Nein, Akku ist leer. So, jetzt passiert. Die gute Kamera ist leer. Aber ich habe ja noch die GoPro und damit werden wir jetzt noch ein bisschen filmen. Jan ist hier mit seinen schwarzen Fingern. Alter Schwede, sind die schwarzen. Finde den Fehler. Oh, das sieht nicht so gut aus. Nee, verkehrt rum. Du musst es positiv sehen. Schwärzer können deine Hände nicht mehr werden. Doch. Los, lang Helmi mal eine. Da bin ich. Alex! Ja. Das Horror-Szenario ist eigentlich verkehrt rum zusammengenietet. Tut das weh. Wow, wow, wow. Das sieht normalerweise immer so aus. Ich tue nur so, als wäre das durch die Verletzung gewesen. So einer bist du also. So, und du hast noch Bock? Ich habe noch Bock. Dann filmen wir das jetzt mal. So, was hast du jetzt? Na, ich springe von diesem Ding das, auf den Table. Das Ding vom Architekten? Genau, das Ding vom Architekten. Mach von aus dem Ding, von den Architekten, mach das auf die Box und mach einen Truck Driver in die Bank rein. Hast du dafür die nötigen Lizenzen? Ja. Okay. Oh. Da war schon mal der Dreier, jetzt fehlt nur noch der Barstool mit drin. Aber ich glaube, das geht ja jetzt an. Oh yeah! Da hat er ihn gemacht.
krasses Ding, wirklich krass. Er hat so wenig Zeit, er landet kurz, dann muss er eigentlich schon wieder den 360 Barspin rausziehen. Das ist echt krass. Yeah! Puh, das war ein geiler Tag. Ein geiler Tag. Und ein geiles Ding. Ein geiles Ding und ein geiler Tag. Und das war der letzte Trick für heute, aber ich zeige euch jetzt nochmal. Ich habe euch ja was versprochen, was ihr in einem der nächsten Vlogs sehen werdet. Und das ist da hinten, hinter der Miniramp. Habt ihr wahrscheinlich noch nie gesehen. Bin ich auch noch nie gefahren, glaube ich, im Vlog. Aber ich zeige euch das jetzt einfach mal. Ihr dürft tierisch gespannt sein. Ich sehe es schon. Ich gehe den Waldweg lang. Und es ist die größte Rampe, die wir hier in Lüneburg haben. Das ist unser Halfpipe. Die ist fast 4 Meter hoch. Und die werden wir im nächsten Video auf jeden Fall mal fahren. Wie ihr seht, absolut riesig. Die ist doppelt so hoch wie ich. Und ja, bin ich extrem gespannt. Es sieht einfach nur aus wie eine Wand. Es ist wirklich absolut riesig. Und hier werde ich das nächste Mal mit Jan und Yannick fahren. Und dann wollen wir mal gucken, was wir hier raushauen werden. Es ist echt unvorstellbar hoch. Also, schaut euch das an. Komplett irre. Ihr dürft gespannt sein. Vielen Dank an alle, die wieder zugeschaut haben. Und ja, habt noch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao.